So, moin Peace, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück auf diesem YouTube-Channel. Heute soll es um ein neues Bike gehen. Normal, das ist. Hätte dieses Video eigentlich schon vor dem anderen Bike da sein sollen, aber irgendwas hat nicht mit der Kamera gepasst, mit dem Ton, irgendwas war da einfach falsch. Und jo, heute soll es einfach nochmal um ein neues Bike gehen. Ich habe eigentlich Schule, heute ist Montag, ihr kriegt das Video auch Montag. In der Pause einfach, Digga, nehme ich das Video jetzt einfach auf. Jo. Genau, also wie gesagt, neues Bike. Ich hau euch einen Carporn rein und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Spinning, you feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's. Ja, Leute, das ist das neue. Das ist das neue Bike, Digga. Was heißt das? Ist das neue Bike? Das ist das neue. Das ist einfach ein neues Bike, was ich momentan da habe. Aber leider gehört es nicht mir. Beziehungsweise es gehört bei mir zur mit Familie. Also es gehört meinem Vater. Und das Fahrrad soll eigentlich nur da sein zum Richten. Ich schalte euch mal auf die Frontkamera. Ja, das Fahrrad ist eigentlich nur zum Richten, ne? Ich habe es jetzt circa schon einen Monat, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und zwar ist hier komplett das Tretlager komplett im Arsch. Also das ist komplett im Arsch. Außerdem ist die Kette ab. Die Kette ist runter. Und auch der Rahmen hat so ein klein wenig Rostansatz oder Pickelchen. Das kriegt man aber wieder durch Polituren alles hin. Und ja, Sattel, vielleicht ein bisschen Sattelpflege drauf oder Lederpflege, wie auch immer. Das hier muss man auf jeden Fall festmachen und Bremse hinten gucken. Irgendwas mit der Feder hier hinten passt nicht. Vielleicht kann ich sogar richten. Nee, sieht nicht so aus. Also wie gesagt, das Ding hier ist noch beweglich, also Bremse ist nicht kaputt, aber da muss man auf jeden Fall was einstellen. Das Fahrrad hat eine Vollfederung, einmal hier hinten die Feder verstellbar, wenn es sich verstellen lässt, und einmal vorne die kleine Mini-Federgabel. Was ist das eigentlich für, wie viel Zoll? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, die Leute unter euch. Auf jeden Fall sieht es so nach 4 Zoll oder sowas aus. Aber wie gesagt, Mini-Gabel drin, also mein Finger ist so, mein Finger gegen den Lenkergriff, der, ne, so, also, jo, das, genau, Leute, das ist das neue Bike. Ich habe einfach gedacht, das kann ich euch mal präsentieren und nicht nur selber machen. Erstens mal gibt es für Fahrrad vielleicht auch relativ gut Klicks. Weil sowas sehen die Leute ganz wenig. Wie gesagt, da müssen wir uns auf jeden Fall mal drum kümmern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich damit anfange. Ich denke mal, das andere Bike, wo ihr im letzten Video gesehen habt, werde ich hier als allererstes vorziehen. Und dann werde ich das Fahrrad auf jeden Fall auch mal jetzt in Angriff nehmen. Weil irgendwie habe ich auch keinen Bock, dass das Fahrrad nur rumsteht und bei mir vergammelt. Weil ich will das Fahrrad auch wieder auf den Streets rollen sehen. Jo, Leute. So, Carporn habt ihr gehabt. Das Video soll jetzt nicht ewig lang sein, weil ich habe nämlich gleich wieder in 3 Minuten habe ich wieder Schule. In 3 Minuten, da bin ich in den Keller runtergelaufen, du. Das wird auch ganz schön eng, du. Ja, nee, egal. Wie gesagt, Fahrrad soll jetzt gerichtet oder soll jetzt halt gemacht werden. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich kann das Fahrrad mal gegen eine Felge stellen. Also wenn ich hier so sehe. Bam, bam. Ja, also das ist eine ganz normale Mercedes-Benz
16 Zoll Felge. Da ist einfach das komplette Fahrrad schon fast so groß wie eine 16 Zoll Felge. Ist auf jeden Fall echt krank, finde ich echt wild. Ist halt wirklich klein. Also jetzt mal ganz ernst gegenüber zu dem Auto. Was weiß ich, wie groß das Auto ist. Also das Ding, ich habe das mal gemessen, ist 52 cm lang. Also ist wirklich nicht richtig groß. Das Ding ist mega handlich. Also ist wirklich mega handlich. Ist wirklich gut. Ja, wie gesagt, das. Ja, jetzt kommt ein Auto. Ja, Leute, wie gesagt, das Fahrrad ist wirklich relativ schön handlich. Muss man wirklich sagen. Also ich fühle das Fahrrad komplett. Aber man sieht halt echt wenig von denen so. Und ja, das ist halt eigentlich ist das Vorgängermodell von dem Mini-E-Bike. Das ich habe, ist das eigentlich das Vorgängermodell. Ja, und deshalb ist, ich fühle das einfach, sieht einfach geil aus. Vielleicht kann ich es ja irgendwie meinem Vater noch abklickern. Lol, Grüße gehen auf jeden Fall an der Stelle schon wieder raus. Ja, nee, wie gesagt, ich finde das Fahrrad richtig, richtig nice. So was sieht man auf jeden Fall nicht alle Tage. Und es zu richten, man muss halt gucken nach dem Tretlager. Ich habe noch ein Schlachterfahrrad, da könnte das Tretlager vielleicht sogar passen. Die Kette ist kein Thema. Genau. Also Leute, wenn euch das Projekt gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen hoch da. Und wenn ihr direkt Bock habt, dass ich direkt anfange mit dem Fahrrad, das direkt zu richten, dann mache ich das auch. Dann schreibt einfach rein, richten gleich 1. Wahrscheinlich ist jetzt einfach 30 Kommentare im Chat. Ja, egal. Also, bei 30 Däumchen kriegt ihr auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Gewinnspiel. Zu dem Fahrrad kann ich schon mal so viel sagen. Wie gesagt, ein Gewinnspiel wird es geben. Was ihr gewinnt, das sage ich euch jetzt noch nicht. Das werdet ihr in meiner Insta-Story morgen sehen. Also wie gesagt, guckt auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Verlinke ich euch unten in der Kommentare. Da werdet ihr sehen, was ihr gewinnen könnt. Ihr braucht auch kein Instagram haben. Wie gesagt, schreibt rein, wann ich anfangen soll. Und dann wird es auch gemacht. Bam. Spinning, you feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low, your knees are bending.